Ja, hallo und willkommen im neuen Video. Unser Video startet damit, dass wir die Orison verlassen, was eigentlich irgendwie ganz traurig ist. Aber wir haben ganz liebe Käufer gefunden, ganz sympathische Leute. Da kommt sie mit Sicherheit in gute Hände. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ja, und jetzt werden wir uns die nächsten 7 Wochen am Peloponnes rumtreiben mit unserem kleinen Camper. So, ich muss auch noch rein. Ja, eigentlich wollte man nicht so viel einkaufen, gell? Nee. Wir sind immer noch das Bunkern vom Schiff gewohnt. Dabei können wir jetzt ja an jeden Supermarkt halten und einkaufen. Und trotzdem haben wir gemeint, wir brauchen so viel. Das Eis fürs Eisfach, das passt rein. Oh, wir können jetzt richtiges Eis mitnehmen. Hm, toll. Ja, unsere Reise über den Peloponnes beginnt natürlich auf Aegina. Und da gibt es diesen hübschen Tempel zu bewundern. Der ist doch gar nicht ohne. Also, da euch ja meistens die Preise interessieren, sage ich einfach mal den Eintrittspreis, den wir hier bezahlt haben. 6 Euro pro Person waren das. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Man hat hier nämlich auch eine wunderschöne Aussicht und es ist ganz wenig los. Fast keine Leute hier. Der Blick ist doch gar nicht schlecht. Herrlich. Da hinten ist Athen. Wir sind noch keine 2 Stunden vom Boot weg. Haben schon einen Tempel angeschaut und das erste Kloster. Ja, es ist halt so, wenn man unterwegs ist, Schatz. Andi trägt heute Rock. Jetzt geht es dann gleich auf die Fähre. Das ist noch nicht unsere, aber unsere kommt dann auch gleich. Und dann geht es von Aegina rüber nach Metana. Metana ist eine Halbinsel und da haben wir dann Festlandanbindung. Nach Metana wollen nur ganz wenige. Nur wir, Deppen. Nur wir. Und der vor uns. Witzig, die Fähre ist jetzt ganz leer. Alle wollten nach Aegina. So schaut es hier drin aus. Wahnsinn. So habe ich die Fähre auch noch nie erlebt. Ah, bestimmt zu den einen oder anderen noch interessieren, was die Fähre kostet. Also pro Person 8 Euro und Camper hat jetzt 27 gekostet. Ja, jetzt sind wir angekommen auf Metana. Hier waren wir schon mal mit dem Roller. Hat uns gefallen. Ganz ruhige Insel. Ups. Ja, schade, dass das Schwefelbad nicht mehr in Betrieb ist. Ist eigentlich ganz hübsch. Aber es verfällt langsam. Da sind wir heute Nacht gestanden. Total nett. Und hier geht's zum Pausanias-Bad. Es ist gleich da hinten. Ist eine heiße Quelle. Da kann man baden. Und da schaue ich jetzt mal hin. Na, hier geht's runter und da unten ist es schon. Ja, das ist das kleine Bad. So, wenn man jetzt hier drückt, soll irgendwie heißes Wasser kommen. Ich versuch's mal. Ah! Es funktioniert! Voll cool! Boah, uiuiuiui. Riecht wirklich nach faule Eier. Und ist aber ganz warm, das merke ich bis hierhin. Da lange ich jetzt gleich mal rein. Ah, herrlich. Ja, stinkt ein bisschen. Schön warm. Ja, angenehm. Ich würde sagen,
bisschen über 30 Grad, 32 oder so, super. Ich steige jetzt auch rein. Sensationell. Hat was, ne? Wie eine Therme. Ja, ganz kleine private Mini-Therme. Da sind wir gerade hochgekommen, die Straße. Das ist wirklich eine tolle Landschaft und fantastische Aussicht hier oben. Haben wir noch Zwiebeln? Hier ist ein Gemüsestand am Straßenrand und dieser fantastische Blick runter nach Epidauros. Epidauros Hafen. Das gibt es im Landesinneren nochmal. Da fahren wir jetzt zuerst hin. Das ist das große Theater, was wir uns anschauen wollen. Und hier ist eine herrliche Küste. Heute Morgen sind wir weitergefahren von der Halbinsel Methana, haben die Halbinsel Methana verlassen. Ja, und heute sind wir nach Epidauros gefahren und im Hintergrund hier ist schon zu sehen, das Highlight von Epidauros, das große antike Theater. 12 Euro Eintritt kostet es übrigens für einen Erwachsenen, Kinder 6, was ich gelesen habe. Ja, und jetzt schaue ich mal da hoch. Also umso höher man kommt, ich bin jetzt ganz oben, umso größer wirkt das ganze Theater. Und wir haben gerade geschaut, 14.000 Leute haben hier reingepasst. Wahnsinn. Passen immer noch rein. Ja, so ist es korrekt. Sehr interessant. So, jetzt filme ich zum letzten Mal. Aber der Blick hier von der Mitte ist irgendwie am allerschönsten. Da kann man auch so toll in die Landschaft gucken. Und ich habe gerade mal geguckt, wie alt das Theater ist. Es ist zwischen 320 und 330 vor Christi erbaut worden. Also schon sehr alt. Hier auf dem Parkplatz haben wir in Palea Epidauros übernachtet. War ganz ruhig, war in Ordnung. Olivenhaine. Soweit das Auge reicht. In die schöne Bucht fahren wir jetzt. Schönen Stellplatz haben wir, ha? Sensationell. 10 Meter vom Wasser weg. Der Blick ist auch nicht schlecht. Heute wird gekocht. Naja, gekocht ist übertrieben. Es gibt Pfannkuchen. Die gehen hier drin nämlich super. Gell, mein Schatz? Jawohl. In unserer kleinen Mini-Küche. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Kloster, und zwar zum Kloster Moni Pro Domus. Das ist ganz sehenswert, was ich gesehen habe, hängt im Felsen drin. Möchte ich mir unbedingt angucken, und da fahren wir jetzt hin. Und da geht es ganz schön tief rein in die Berge.
festgestellt, durch die Dörfer wird es immer ganz schön eng. Sonst sind die Straßen nach echt super. Nach 300 Metern halten Sie sich links. Also in den Dörfern. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. Jetzt war es doch ein bisschen aufregend zum Fahren, oder? Ganz schön eng stellenweise. Ganz schön eng teilweise, so, bevor sie so klein sind mit 45. Ja, und relativ schmal. Und jetzt sind wir angekommen. Den Stellplatz hier habe ich in Google Maps gefunden. Und der Weg, hier ist nur ein kleiner Parkplatz in der Kurve, ja, ein Mini-Parkplatz. Und darunter geht es jetzt zum Kloster, da steht es auch dran, Pro Domo. Und da laufen wir jetzt hin. Es ist ein wunderschöner Weg zum Kloster, aber es ist ganz schön warm. Ich habe gedacht, dass es kühler ist und dass es ein bisschen mehr Schatten gibt. Das war jetzt ganz nett im Kloster. Wir haben eine kleine Führung von dem Pater bekommen, der dort ist. Der ist da wohl ganz alleine, außer im Winter scheinbar. Da ist dann gar niemand da. Und hat uns was Süßes und einen Schnaps angeboten. Und das war jetzt echt sehenswert. Und es hat sich echt gelohnt, hier hochzulaufen. Jetzt haben wir einen überragenden Stellplatz gefunden für die Nacht. Direkt am Beach. Und da ist so viel Platz. Da kann man sich gar nicht entscheiden, wo man sich hinstellen soll. Weil es der optimale Platz ist. Ja. So ein bisschen so ein Randhingang, dass hinten ein bisschen grün haben, vorne ein bisschen mehr Luft zum Wasser. Richtig gut. Und kein Mensch da. Wir sind die Einzigen. Im Moment zumindest. Und um uns rum, Natur pur. Ja, und ich habe gerade hinterm Camper geduscht. Das geht super hier. Weil wir sind ja auch ganz alleine hier. Ja, und heute, wie wir hier angekommen sind, hat Andi in seiner Fahrertür im Rahmen entdeckt, so eine fette Spinne ist da gesessen. Ich habe dann, wir haben es dann rausgekehrt und ich habe dann ein Foto gemacht und geguckt, was es ist, gegoogelt, was es für eine Spinne ist. Eine Riesenkrabbenspinne, die ist sogar giftig. Nicht tödlich giftig, aber giftig. Ja, und ich bin froh, dass er sie entdeckt hat, weil ich wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt als Mitfahrer im Auto haben. Die hat Andi gerade entdeckt, als er hier am Strand gelaufen ist. Nett. Ganz schöner Brummi. Voll nett. So, jetzt habe ich gerade hier noch Abfall entdeckt. Was eingesammelt. So, tschüss, süße Schildkröte.
gestern Abend haben wir noch eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar war es schon dunkel und wir sind beide hier im Camper gesessen. Und mit einmal fing es draußen an zu heulen. Und dann haben wir erst an streunende Hunde gedacht. Aber streunende Hunde hören sich meistens ein bisschen unterschiedlich an. Und das Geheul war sehr gleichmäßig und kam dann immer näher. Und hat dann irgendwann abrupt, ziemlich abrupt geendet und wir haben uns schon ein bisschen gewundert und so. Und ich habe dann am nächsten Tag mal gegoogelt. Ich hatte auch schon was von Kojoten in irgendeiner Bewertung gelesen. Aber das sind keine Kojoten, das sind wohl Goldschakale. Und die sind am Peloponnes auch unter anderem heimisch. Und die streifen hier scheinbar durch die Wälder und kommen bis hier runter ans Meer. Und hinten stehen noch ein paar Camper, ein paar hundert Meter weg. Und da war Andi vorhin mal, hat mit denen ein bisschen gequatscht. Und die haben sie auch schon gesehen. Die stehen schon ein bisschen länger und haben sie wohl nachts schon gesehen. Wir haben nichts gesehen, weil es draußen so dunkel war. Aber interessant, also wir sind hier wirklich mitten in der Natur und sie sind ungefährlich, also sie sind sehr scheu und da gab es wohl noch nie irgendwelche Vorfälle, dass da Menschen angegriffen wurden oder sonst was. Wir haben doch keine Angst vor sowas. Andi sagt, es ist noch ganz schön kalt. So duschen wir. Nämlich ganz praktisch, können den Duschschlauch da zum Fenster rausholen und auch von außen bedienen. Und dann haben wir drinnen nicht nass. Jetzt fangen die Schakale wieder an zu heulen. Eine schöne Abendstimmung und ich mache uns Knoblauchspaghetti. Ja, mein Schatz, jetzt sind wir eine Woche unterwegs. Ja. Genau eine Woche heute. Wie ist denn so dein Zwischenfazit? Ja gut, da sind wir eine Woche unterwegs und muss sagen, in dieser einen Woche haben wir jetzt verdammt viel gesehen. Das ist echt cool. Man kommt auch richtig in die Berge auch mal rein. Und so ganz enge Passstraßen sind wir gefahren. Das war echt irre. Da war ich auch teilweise froh, dass wir nur 45 lang den kurzen Radstand haben. Mit so einem richtigen 8 Meter Teil wäre es glaube ich nicht gegangen oder definitiv nicht. Und man sieht sehr viel, man hat ein bisschen mehr Bewegung. Das ist schnell nicht vergleichbar mit dem Boot, aber so die erste Woche hat mir das ganz gut gefallen. Ja, Selfie, und was sagst du nach einer Woche? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert. Also wir kommen wahnsinnig viel rum. Wir haben schon in dieser Woche wahnsinnig viel gesehen. Man sieht wahnsinnig viel Natur. Auch jetzt wieder, wir stehen hier ganz allein am Strand. Wir haben auch gar nie irgendwie das Gefühl, dass momentan in der Vorsaison viel los ist. Es ist total wenig los. Und man sieht, vorne habe ich eine Schildkröte gesehen. Hier schwirren die Vögel herum. Heute Nacht waren Schakale scheinbar hier um den Camper rum. Also es ist schon toll. Also es ein super Feeling, muss ich sagen. Und vor was ich ja Angst hatte, ist das mit dem Platz, weil wir ja viel weniger Platz haben als in der Orison. Aber ich muss sagen, wir kriegen das echt super hin. Wir takten immer so ein bisschen. Wenn der eine Zähne putzt, macht der andere halt was anderes, weil sonst kommt man sich zu sehr in die Quere. Und ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, also räume ich immer gleich alles, wenn es geht, wieder auf und mache sofort das Bett und so. Sonst schaut es nämlich irgendwann wirklich chaotisch aus. Man muss auch immer gleich abwaschen, weil da kann auch nicht so viel stehen bleiben. Aber es klappt super. Wir haben auch viel Zeit, muss man dazu sagen. Wir jetzt stehen nicht so unter Zeitdruck, ist natürlich ein Riesenvorteil. Und ja, es ist toll. Also super. Und Schatz, was steht heute auf dem Plan? Eine Klosterbesichtigung. Freue ich dich schon? Ja. Okay. Die Straßen sind zwar nur so teuer, es ist schon spannend. Mhm. Und die Straße zu dem Kloster soll auch sehr gut sein. Heute ist es auch wieder so, der Weg ist das Ziel. Wir fahren durch fantastische Landschaft, immer tiefer in die Berge, so eine Schlucht rein, wo dann das Elona-Kloster ist. Toll!
dran, ha? So ähnlich wie das eine, wo wir vorgestern ja, waren. So ähnlich wie das Prodromos. Wurden gerade Orangen geerntet, auf der anderen Straßenseite auch. Und da sind ganz viele liegen geblieben. Und da habe ich jetzt eingesammelt. Ganz super tolle Orangen. Liegen da einfach auf der Straße. So, und jetzt geht's weiter. Beach, ja? Sehr schön da unten. Gleich da unten links kann man wunderschön stehen. Bild am Strand hinter der Bühne. Man sieht es von hier oben, ja. Da sind wir gestanden. Und wir waren heute im Wasser. Da unten ist echt traumhaft. Und wo fahren wir jetzt hin? Jetzt geht's auf die Mani. Auf die schöne Halbinsel Mani. Da freuen wir uns drauf. Ja, das war es mal für den ersten Teil von unserer Reise mit dem Camper. Was ist es besser, was nicht? Wir können es noch nicht genau sagen. Es gibt kein besser oder schlecht auf jeden Fall. Bis dato gefällt es uns echt gut. Wir sind oft alleine gestanden. Es ist ziemlich unkompliziert alles mit Wasseraufnahme, Essen kaufen. Man sieht mehr vom Land auf jeden Fall, wenn man durch die Berge durchfahren kann, die Küstenstraßen entlang. Natürlich fehlt das Angeln in der Bucht. Aber unser Schlussfazit ziehen wir dann auf jeden Fall im nächsten Video. Das ist wirklich Pro und Contra. Und danke fürs Anschauen und bis zum letzten Video dann. Ciao.